Es gibt nur Menschen, und zwar Menschen, die sich in irgendwelchen Situationen, in irgendwelchen Gruppen organisieren. Dann gibt es ganz viele gierige Menschen. Und ich würde jetzt mal sagen, wo hier eben so links und rechts und Mitte und oben und unten und was, grün, gelb, welche Farben auch immer erzählt wurden. Man muss sich doch selber wirklich fragen, wenn ich gegen Massentierhaltung bin, das ist, gilt jetzt für alle Punkte, ja? Wenn ich gegen Massentierhaltung bin, gehe ich dann zu Aldi und kaufe den billigen Scheiß? Ja! Tue ich ja! Und dann denke ich nicht drüber nach, was ich tue. So, alle anderen denken ja auch nicht drüber nach, weil wenn wir drüber nachdenken würden, dann würde dieser Aldi-Konzern, Lidl-Konzern, wie auch immer die ganzen Dinger da heißen, die würden ja sofort ihre Produkte umstellen. Es ist ja so, dass ich bei mir selbst anfangen muss, weil ich meine Birne nicht einschalte, weil ich denkfaul bin und weil ich mir nicht überlegen kann, ey, sag mal, das und das, diese Ursache und Wirkungszusammenhänge, die bringen diese kaputte Welt, die ich gerade bemerke, hervor. Deswegen ist es... Wichtig ist, also das ist mein Anliegen, ne? ich bin ein gläubiger Mann, ich bin ein gläubiger Christ. Ich finde wichtig, dass wir, so wie das jetzt hier ist, dass wir hier unsere Meinung sagen können, dass wir gemeinsam nachdenken, in was für einer super betrachteten Situation sich unsere Welt hier wiederfindet, dass wir hier Schwierigkeiten haben, man muss nur mal aus Deutschland rausgucken, das ist klar, und dass wir hoffentlich gemeinsam diese Probleme erstmal angehen und nicht dieses komische Lagerdenken, was lange überholt ist, dieses links, rechts, bla bla. Also ich bin ein Judenfreund, aber ich finde es Panne, was da mit den Palästinensern passiert zum Teil auch nicht, ich weiß es nicht. Ich war nämlich noch nie in Israel. Wichtig ist, dass man selber seine Birne einschaltet und nicht irgendeiner beknackten Propaganda von irgendwelchen komischen Leuten, die meinen, sie wüssten, wie es geht, mein Gehirn missbrauchen dürfen, dann das irgendwie in meine Beine und in mein Mundwerk reinbringen und ich dann mich irgendwo hinstelle und dummes Zeug brülle. Das ist dumm. Sondern selber Lösungen finden für die Probleme, die da sind. Und die Probleme, die fangen bei deinen Nachbarn an. Die haben Probleme. Da sind alte Leute, um die kannst du dich kümmern. Wenn dir die scheißegal sind, warum stehst du hier und willst irgendwie die Welt verändern, wenn dir deine Nachbarn schon scheißegal sind? Darüber muss man so, wer möchte hier seine Meinung kurz? Das Mikro. Wie gesagt, wir sind, ich will euch eine Sache sagen. Ich sag das jetzt einfach mal so. Wir sind hier am Platz der Kieler Matrosen. Zwei Freunde von mir und ich, wir sind hingegangen und haben gesagt, es kann nicht sein, dass die Stadt Kiel mit dem 2018 stattfindenden 100-Jahr-Feier vom Kieler Matrosenaufstand Dick Kassel macht. Das kann nicht sein. Also sind wir hingegangen und haben die Markenrechte an dem Wort Matrosenaufstand für solche Situationen hier patentieren lassen. Markenrechte. Oh, jawohl! Uns, sondern das gehört den Leuten in Kiel, die sagen, ey, wir müssen auf dem Weg sein, wir müssen die Situation verändern lernen, wir müssen das lernen. Nicht durch Schreien, ach, wenn ich jetzt hier rumschreie, also nicht durch Schreien, sondern Gehirn einschalten, Ursache und Wirkungszusammenhänge kennenlernen bei meinen Nachbarn, dann checken, wie kann ich überhaupt was tun, man kann immer was tun, man kann sich mir erstmal fett in den Weg stellen und sagen, ich bewege mich jetzt hier. Und dann versuchen, meinen kleinen Kreis zu verändern. Ich finde das super geil, wenn hier die Dame eben mit dem langen grauen Zopf, da steht sie, das gesagt hat. Das ist natürlich utopisch, dass wir die Welt verändern. Aber im Endeffekt ist es nicht utopisch. Ich will eine Sache sagen. In der Geschichte, da war so etwas hier super wichtig. Als die Sowjetunion zusammenbrach, war im mittleren Management dieses Systems eine Gruppe von Menschen angelangt,
die der russischen Volkskrankheit, Korruption und Saufen nicht anheimgefallen waren. Das waren Leute, Christen, Juden, Gläubige, welche auch immer, Leute, die aus ihrer Ideologie heraus dem einfach nicht frönten. Und als dann ein Schießbefehl kam, und den hatte es gegeben, als dieser Schießbefehl kam, haben die alle von sich selbst aus gesagt, da mache ich jetzt nicht mehr mit, ich mache da nicht mit. Die waren nicht in dem Netzwerk, die hatten keinen großen König, der sagt, ey, ihr macht da jetzt nicht mehr mit. Sondern jeder hatte seine Beine, jeder hatte sein Hirn, jeder hatte sein Herz beisammen und hat gesagt, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Und an der Stelle, da sehe ich an so etwas wie hier, ich finde das geil, dass ihr alle hier seid. Weil ihr habt Demonstration in der DDR losging. Das war genauso etwas wie hier. Die Leute haben sich hingestellt und sagten so und so und so. Als ich Politikwissenschaften studiert habe, da habe ich ganz viele Klamotten von so einem Freund von Boris Jelzin, der war Professor in Miami und der wollte einen deutschen Christen Politikwissenschaftler nach Kuba bringen, dass ich den Leuten da irgendwie erzähle, wie das in der DDR abgegangen ist, und die hofften, dass dann in Kuba auch so eine Revolution wie in der DDR entstehen würde. Also irgendwie so, ne? So haben die sich so ausgedacht. Daraufhin habe ich dann irgendwann gesagt, naja, das ist mir zu gefährlich, habe ich keinen Bock drauf. Im Endeffekt ging es ja nur darum, dass sie dann die Insel gekauft hätten und das ganze kubanische System dann in die Tasche gesteckt hätten und dann ihre Wolkenkratzer und Tourismusorte da hingebaut hätten. Trotzdem haben die Leute überall auf der Welt damals in die DDR geguckt und die haben auch gesehen, dass wir Deutsche ein System niedergerungen haben, weil da Leute waren wie ihr, die sich da hingestellt haben und gesagt haben, scheißegal, ob ich hier angepisst werde, ich gehe jetzt dahin und sage meine Meinung, und darum geht es. Birne einschalten und die Meinung sagen, die man sich dann hier oben auch ausgedacht hat. So, jetzt kommt jemand anders. So, ich rede jetzt mal ein bisschen leiser. Ich war vorhin sehr laut. Ich musste einfach mal ein paar Sachen sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne nochmal auf deine Ansprache eingehen. Es ist ganz wichtig, dass wir bei uns selber anfangen. Da beginnt die Änderung. Wir müssen bei uns anfangen. Nicht gucken, was wir woanders ändern können, sondern was können wir bei uns ändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage es nochmal, auch die linken Kräfte, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns. Aber wir möchten nicht, dass an irgendwelche Bedingungen geknüpft haben. Und ich sage nochmal, kein Extremist, ob links oder rechts, wird hier Rederecht bekommen. Aber wir können es auch nicht an der Nase absehen bei den Leuten. Bloß, was wir machen können, wenn irgend sowas kommt, wir können das Mikro ausmachen. Das wollte ich nochmal sagen. Danke.